Hallo und herzlich willkommen, meine Ladies and Gentlemen. Heute haben wir wieder ein kleines Xiaomi-Licht, und zwar hier die Yeelight Candela, so heißt sie jedenfalls, wenn man sie bestellt. Hier drauf steht natürlich aber was anderes, hier steht Yeelight Ambience Lamp. Ja, das soll wohl so eine Art, Kerze oder sowas nachstellen oder irgendwie Öllampe oder sowas, schätze ich jetzt mal. Und ich bin selber einfach mal gespannt, was das Ding so kann, wie es genau aussieht, weil den Werbeclip, den ich jetzt so bis jetzt drüber gesehen habe, der war für mich nicht so ganz aufschlussreich. Deswegen habe ich mir das Ding mal zukommen lassen, weil ich mir das genauer anschauen möchte. Und vor allem kann man das dann auch mit der Yeelight pairen, wenn ich das richtig gesehen habe. Und dann möchte ich natürlich auch mal gucken, ob wir das Ganze dann auch in unserem I.O.-Broker in dem Yeelight-Adapter angezeigt bekommen, weil wir haben ja schon das Video gemacht, wo ich die ganz normale Yeelight, diese Bulb, also diese Glühbirne, im I.O.-Broker eingebunden habe, und das hat super gut funktioniert. Jetzt geht es halt eben nur darum zu gucken, ob wir, was steht hier drauf? Gut, da steht jetzt irgendeine Produktnummer oder sowas drauf, ob wir das halt eben auch in dem I.O.-Broker einbinden kann und generell, was halt diese Lampe so kann. Wir gucken uns auch gleich mal die App genauer an. Ich mache mal den Müll hier erstmal beiseite. Also verpackungstechnisch brauche ich nicht viel zu sagen. Ist halt immer, ne, Xiaomi ist halt einfach geil. Die sind halt da wirklich absolut auf den Apple-Zug in Anführungszeichen aufgesprungen. Sind vom Verpackungsdesign halt einfach schön. Die Box fühlt sich hier in dem Fall sehr hochwertig, sehr toll an. Und dann wollen wir hier mal schauen. Hier oben haben wir direkt ein kleines... eine kleine Beschreibung, eine kleine Bedienung, wie das Ganze hier eben zu funktionieren hat. Hier sehen wir auch, okay, man soll die Lampe hier drehen. Hier kommen auch, glaube ich, Akkus rein, kann das sein? Da muss ich gleich mal schauen, ob ich überhaupt die richtigen Batterien, oder ist das hier mit Akku, oder ich weiß, entweder Batterien oder Akkus, ich weiß nicht. Wir schauen uns das gleich mal genauer an. Auf jeden Fall hier erstmal das Ganze rausnehmen. So, haben wir dann hier, also quasi das hier ist wie so eine Art Schieber, der eigentlich nur oben drüber liegt. Ich stelle den hier einfach mal auf die Seite. Und dann haben wir halt hier den Hauptkarton. Den kann man wahrscheinlich hier so einfach, ich halte es natürlich fest, so kann man den einfach hier hochsliden. Oder macht man es vielleicht andersrum, dass man es hier so rausholt. Ah, okay, das ist nicht zum komplett rausholen gedacht, sondern das slibt sich so auf. Dann haben wir hier noch so ein kleines Kabel. Okay, das ist schon mal vielversprechend, weil es ist ein Micro-USB-Kabel. Ich habe die Hoffnung, dass hier vielleicht ein Akku drin ist oder dass wir es halt eben mit Strom direkt betreiben können. Schauen wir doch mal. Genau, das haben wir jetzt hier erstmal so. Das können wir beiseite tun, würde ich sagen, erstmal. Und dann haben wir halt hier das gute Stück. Das holen wir uns auch direkt mal hier aus dieser Verpackung raus. Können wir hier einfach so... Okay, und unten ist schon mal auf jeden Fall aus Gummi. Und dann haben wir halt hier diese Umverpackung. Erstmal auf die Seite damit. Und dann haben wir hier so eine Art Plastik, was hier drumherum ist. Oben, das gefällt mir sehr gut. Das sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Und man merkt auch, dass man das jetzt hier irgendwie schon so drehen kann. Das wirkt auch hier unten. Das ist so metallisch. Also es ist auch schon, es wiegt ein bisschen was. Also das merkt man schon. Und dann steht hier auch ein Plus und ein Minus drauf. Und hier unten kann man das Ganze on, off. Ah, das ist tatsächlich mit Akku. Das ist tatsächlich mit Akku. Das finde ich natürlich cool. Und wenn ich habe es jetzt einfach mal auf angemacht. Okay, so kann ich das jetzt quasi weniger. Und dann ist es irgendwann ganz aus. Also wenn ich quasi so nach links drehe, ist es dann irgendwann ganz aus. Und wenn es jetzt halt eben an ist, dann kann ich jetzt halt hergehen und kann das jetzt ein bisschen drehen, und dann wird das dadurch quasi jetzt, immer heller, und das hat echt ein bisschen was von Feuer jetzt da innen drin, also als wäre das jetzt wirklich irgendwie eine Wärmequelle oder so. Aber wie hell geht das? Ich drehe mal ganz so weit rechts wie geht, also heller als so geht jetzt nicht, aber das ist schon mal sehr angenehm, wie ich finde. Und dann haben wir hier unten quasi einmal, kann man es auf On stellen und einmal auf Bluetooth. Ja? Und wenn es quasi auf Bluetooth ist, dann soll es dann sozusagen smart sein. Ist jetzt die Frage, ob das dann nur über Bluetooth funktioniert oder ob wir hier auch das Ganze in der Smart Home Zentrale
integrieren können. Also das Kabel brauche ich jetzt wohl erstmal nicht. Also damit kann man den Akku, der hier drin ist, aufladen. Also das finde ich cool, dass hier auf jeden Fall ein Akku drin ist, weil dann kann man das halt auch überall mal so mit hinnehmen und muss keinen fixen Platz dafür haben, wo man es hinstellt. Ich würde auch mal sagen, ich kann ja mal das Studiolicht einfach mal ein bisschen ausmachen. Computer, schalte Studio aus. Ja, und dann würde ich sagen, die Lampen mache ich hier auch noch aus. So, jetzt haben wir quasi nur noch das Licht hier vor uns an. Und ich finde, das sieht auf jeden Fall schon sehr interessant aus. Mir gefällt es sehr, 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 sehr gut. Und ja, da können wir auf jeden Fall schon mal einiges uns anschauen mit. Das Einzige, was ihr jetzt hier noch an Beleuchtung seht, das sind hier die Bildschirme links neben mir. Aber ansonsten, ich würde sagen, das kommt hier schon mal so ganz gut zur Geltung. Und dann wollen wir uns auch schon mal anschauen, wie das jetzt hier ist mit der... ich lege das hier mal so nebeneinander. Dann wollen wir uns hier auch schon mal angucken, wie das jetzt mit der App hier sein soll. Ich glaube, da müssen wir es vielleicht auf Bluetooth unten stellen. Oder wir lassen es erstmal auf On, vielleicht funktioniert es auch schon so. Gehen wir hier auf die Yeelight App einfach mal drauf. Und dann einfach hier oben auf das Plus. Na, Plus. Und dann haben wir hier unten Candela. Das ist nämlich das Licht. Und jetzt geht eben die Frage, wählen Sie das hinzugefügte Gerät aus? Wählen Sie Gerät aus, wenn Sie Liste erkennen. Okay, okay, okay. Der hat das jetzt natürlich hier noch nicht gefunden. Machen wir mal Bluetooth an. Ich glaub, es muss auf Bluetooth unten stehen, damit er das hier erkennen kann. So, klicken Sie hier, um erneut den Scan zu starten. Ah, okay. Hier haben wir das Gerät dann jetzt. Können dann einmal auf Weiter klicken. Der verbindet sich jetzt über Bluetooth mit dem Gerät. Ah, okay. Er hat das jetzt auch einmal hier kurz gewabert. Warte auf Autorisierung. Die Erkennung Telefon hat eine Verbindung. Bitte schalten Sie das Licht ein, um die Verbindung zu akzeptieren. Also ein, also nach rechts drehen einfach nur. Es ist ja schon angewiesen, aber einfach nur nochmal nach rechts drehen. Damit bestätigt man das Ganze. Und dann hat man jetzt hier verschiedene Modi, die man jetzt hier eben machen. Wir können jetzt mal hier auf dieses Home klicken. Was macht er dann? Ah, ich glaube, das flackert so ein bisschen. Das ist natürlich interessant. Ja, beziehungsweise hier dimmen können wir es hier einfach über die App. Kann ich jetzt hier weniger machen? Aha, dann auch wieder mehr. Also das funktioniert. Dann Dinner. Was macht er dann? Ist dann relativ hell. Bath. Night Mode. Night Mode ist dann natürlich relativ wenig. So, und jetzt können wir natürlich hier noch drauf gehen und können sagen, wir wollen zum Beispiel die Firmware einmal aktualisieren. Können wir auch mal machen. Können wir mal gucken, ob da jetzt noch irgendwas anderes drin möglich ist. Aber ich habe jetzt schon so die dumpfe Vermutung, dass wir das nicht mit der I.O. Broker, mit dem Adapter steuern können, denn ich glaube, hier ist gar kein WLAN drin. Ne? Das ist gar keine WLAN-Lampe, sondern wirklich nur über Bluetooth ansteuerbar. Dementsprechend, wenn es nicht in unserem Netzwerk ist, können wir es auch nicht ansteuern. Würde ich jetzt erstmal so sagen. Vielleicht gibt es da irgendwann noch andere Möglichkeiten. Aber jetzt keine, die mir jetzt so aktuell einfallen würde. Ich mache mal hier das Firmware-Update fertig. Also das muss ja jetzt wirklich dann über... Ah, jetzt zack, jetzt ist es einmal hell. Okay, jetzt haben wir die aktuelle Version 2.2.1 auf dem Gerät drauf. Ich hätte jetzt gedacht, dass jetzt vielleicht hier noch irgendwie dieses Kerzending oder sowas machbar ist. Aber aktuell haben wir jetzt hier tatsächlich nur diese verschiedenen Modi. Und es ist scheinbar nicht im WLAN drin, denn normalerweise kann man hier unten drauf gehen. Und dann hat man hier irgendwo dieses Ding, dass man es in den I.O.-Broker integrieren könnte. Also dass man diese Rakete freigibt sozusagen. Und dann hat man das dann in der I.O.-Broker-App drin. Aber das scheint hiermit jetzt leider nicht zu funktionieren. Finde ich schade. Aber nichtsdestotrotz finde ich es eigentlich relativ cool. Das Licht an sich so, dass man es halt überall mit hinnehmen kann und an- und ausmachen kann. Aber gut, man muss halt auch dazu sagen, es ist halt eher so als Kerzenersatz oder sowas, glaube ich, gedacht. Und dafür kann man es dann auch, sage ich mal, eigentlich durch die Gegend schleppen. Ist eigentlich schon sehr schön. Allerdings finde ich es echt schade, dass man es nicht in die Smart Home Zentrale integrieren kann.
Das hätte ich mir ehrlich gesagt gewünscht. Finde ich ein bisschen schade, wirklich. Also, es enttäuscht mich gerade ein bisschen. Aber nichtsdestotrotz ist es schon ein schönes Licht. Aber ja. Ja, ich würde sagen, mein Fazit zu der Lampe: Man kann sie zwar nicht ins Smart Home einbinden, sie ist dennoch eine sehr romantische Lampe. Ne? Es ist so eine Kerzenschein-Stimmung, die sie halt eben verbreitet, was ich sehr schön finde. Dieses Flackern, dieser Flacker-Modi, der gefällt mir ziemlich gut. Und wie gesagt, auch wenn man sie nicht im Smart Home einbinden kann, ist sie dennoch zu gebrauchen. Man muss halt eben nur gucken, dass man sie irgendwo dorthin stellt, wo man sie bewegen kann. Man kann sie auch unterwegs mal mitnehmen, wenn man, keine Ahnung, so eine Art ja, Nachtlicht für unter, also keine Taschenlampe, aber so ein halt Nachtlicht, wie man das so kennt aus diesen Harry Potter-Filmen oder sowas, wo die dann so mit diesem mit dieser Lampe da rumlaufen. Nur dass es halt eben elektrisch ist. Dafür finde ich es eigentlich schon ziemlich cool. Und ja, muss halt eben jeder für sich selbst entscheiden, ob er sowas hier gebrauchen kann, ob es ja, ob es zum Eigenheim passt. Wichtig für euch ist halt eben nur, ihr könnt es nicht in eure Smart Home Zentrale einbinden. Jedenfalls ist mir da aktuell noch nichts bekannt. Wenn ihr euch was bekannt ist, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder im Forum. Da freut sich die Community bestimmt drüber. Andernfalls, ja, für mich ist jetzt halt eben hier schade, weil ich jetzt gerne in den IO-Broker eingebunden. Funktioniert jetzt in dem Fall eben nicht. Aber muss jeder für sich selbst entscheiden, ob das jetzt hier für euch was ist oder eben nicht. Ich habe es hier getestet für euch, weil smarte ja, Leuchtmittel sind für mich auf jeden Fall immer was Wichtiges. Ihr könnt es, ihr habt es eben gesehen, mit der App steuern, könnt verschiedene Modi steuern, könnt die Helligkeit steuern und. Also über die App funktioniert das Ganze. Nur im IO-Broker haben wir es jetzt eben nicht drin. Das ist schade, aber ja. Muss halt eben jeder selber wissen, ob das was für euch ist. Und wie gesagt, in der App könnt ihr es steuern. Und ja, ich habe es mir jetzt halt einfach mal gegönnt, weil Xiaomi ist halt einfach so ein Hersteller. Da habe ich glaube, also irgendwann sollte es mein Ziel sein oder will ich mir als Ziel setzen, nahezu alle Produkte von denen zu haben. Und die haben ja eine ganze Menge Produkte. Aber da habe ich noch eine ganz schöne Sammlung vor mir. Und ja, ich denke mal, ich werde das halt so ein bisschen, wie gesagt, auf dem Nachttischschränkchen mir hinstellen. Und ja, mir gefällt es so eigentlich ganz gut. Ich kann es nicht oft genug wiederholen. Das einzige Manko, was ich halt eben finde, man kann es nicht in die Smart Home Zentrale IO Broker einbinden. Jo, würde ich sagen, bleibt mir nur noch am Ende zu sagen, ich wünsche euch allen ein preiswertes Smart Home. Macht's gut, bis zum nächsten Mal.